So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekirche.de. Ich wurde nach einer Schaltung gefragt, bei der man über drei Taster drei LEDs einzeln ansteuern kann. Sprich, ich drücke einen Taster und die LED geht an. Ich drücke einen weiteren Taster, die nächste LED geht an. Und ich kann natürlich mit dem Tasterdruck auch die LED wieder aus- bzw. anschalten. Dabei ist eigentlich bloß wichtig, dass jeder Taster eine zugehörige LED hat. Das heißt, dieser Taster schaltet die erste. Dieser Taster schaltet die zweite und dieser Taster schaltet die dritte LED. Ich habe zusätzlich ein Serial Printen reingebaut, einfach dass man sieht gerade, was passiert, vor allem wenn die Wartezeit zu Ende ist. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich relativ einfach. Ich habe meine internen Pull-up-Widerstände, aber dass ich mir die externen spare. Das heißt, die Ausgänge sieht man hier 8, 9, 10 im Arduino, geht auf 22 Ohm Widerstand auf den Pluspol der LED und die LED geht auf den Minuspol. Des Weiteren habe ich drei Variablen, Taster 1, Taster 2 und Taster 3 und eine Zeitvariable. Die Zeitvariable kann man sich auch sparen. Nur wenn ich die Zeitvariable habe und es ändern möchte, muss ich hier nicht bei jedem Mal die Zeit ändern. So, wie funktioniert das Ganze? Ich habe meine Tastereingänge, weil ich die internen Pull-up-Widerstände habe, muss ich die nicht gegen High, sondern gegen Ground schalten, also nicht gegen Spannung, sondern gegen den Minuspol. Sieht man auch hier, ich habe jeweils die Taster mit dem Minuspol gegen die Eingänge 8, 9 und 10 geschaltet. So, dass das Ganze funktioniert, muss ich ja wissen, welchen Zustand hat denn meine LED gerade? Ist diese LED an oder ist sie aus? Und nichts anderes speichere ich in dieser Tastervariable. Logischerweise gebe ich gerne zu, in Arduino würde man es anders machen. In Arduino, wer das machen möchte, muss es eben so gelöst werden. Also, deswegen habe ich eine Und-Bedingung, denn ich brauche zwei Bedingungen, die wahr sein müssen, damit es geht. Und zwar zuerst muss mein Taster 8 gedrückt werden und die Tastervariable 1 muss auf 0 sein. 0 bedeutet in diesem Fall, die LED ist aus. Ist die LED aus und die Variable demnach auf 0, kann ich die LED einschalten. Das mache ich hier mit meinem Digital Write. Pin 3 schalte ich an. Und jetzt kommt das Wichtige, nämlich diese Wartezeit. Diese Wartezeit sieht man sehr schön. Wartezeit zu Ende, Wartezeit zu Ende. Hätte ich diese Variable nicht drin, würde der Taster so schnell reagieren, damit ich ganz, ganz viele Eingänge habe. Ich zeige es mal. Das ist der einzige Nachteil jetzt. Ich habe nachher noch eine bessere Schaltung. Wenn ich jetzt lange gedrückt halte, fängt die LED an zu blinken. Denn er prüft, wartet die Zeit ab, prüft, wartet die Zeit ab und macht es hier. Das heißt, das ist wunderbar, die Schaltung, wenn ich drücken will und nicht sofort nach kürzester Zeit wieder ausschalten will. Man sieht, jetzt habe ich gerade gedrückt, schon hintereinander. Dann nimmt er die Wartezeit, reagiert nicht. Das heißt, ich muss im Prinzip jetzt momentan 600 Millisekunden warten. Bis auf 300 kann ich runtergehen. Dann darf ich einfach nicht lange auf dem Taster bleiben. So, wie geht es weiter? Im nächsten Schritt im Endeffekt das Gleiche. Ich setze hier meine Tastenvariable auf 1, das heißt, jetzt weiß mein nächster Block, dass die LED an ist, denn Taste 1 ist gleich 1. Wenn die LED an ist, kann er sie ausschalten. Und das Ganze mache ich jetzt im Endeffekt nochmals, nur dass ich jetzt hier den Eingang neu nehme und meine Variable Taste 2 nenne. Demnach muss ich auch die Tastenvariable 2 auf 2, auf 1 setzen, sonst funktioniert es nicht. Beim Ausschalten genau das Gleiche, ich habe hier Pin 4. Und hier dann Pin 5. So, wem das jetzt nicht so ganz genügt, sondern jemand, der sagt, ich möchte, aber egal wie lange ich den Taster gedrückt halte, soll die LED nicht blinken, dem oder der müsste mir diesen Block hier nehmen. Wie gesagt, in Arduino IDE wird man es anders machen. Hier geht es, in Arduino geht es eben nur mal so. Im Endeffekt genau das Gleiche hier, nur dass ich jetzt noch eine Bedingung einbaue, und zwar eine so lange Bedingung. Solange der Taster gedrückt ist, wartet die Zeit ab. Hier kann man jetzt durchaus 100 Millisekunden nehmen oder 50, denn solange ich jetzt den Taster gedrückt halte, also wenn ich jetzt diesen Taster gedrückt halte, dann bleibt er in dieser Schleife ganz einfach, ich sag mal, gefangen, hängen, denn er kann ja gar nicht weiterschalten. Erst wenn ich den loslasse, erst dann setzt er meine Tastervariable auf 1, damit ist die Bedingung hier nicht mehr erfüllt und er kann in den nächsten Block rutschen. Hier ist allerdings so, je nachdem, wie gute oder schlechte Taster ich habe, kann es passieren, dass man nicht stark genug drückt oder wie auch immer und dass er dann hier rausrutscht und im Endeffekt dann die LED doch anfängt mit Blinken. Genau, also das ist im Endeffekt die
Die Sache, wenn man das besser haben will mit Ein-Ausschalten, könnte man einfach noch einen Taster fürs Ein-Ausschalten nehmen. Aber ich persönlich wäre mit der Version hier jetzt eigentlich ziemlich zufrieden. Wie gesagt, man kann hier durchaus noch 300 Millisekunden nehmen oder 400 Millisekunden, muss man ausprobieren, was da besser passt. Ansonsten kann man diese Version nehmen. Als letztes könnte man noch eine Version nehmen, indem ich die abgelaufene Zeit über so lange Millis messe und frage, wie war denn der Zustand davor? Das finde ich ist aber nicht gerechtfertigt für so eine Anwendung. Aber vielleicht durch mein Setup mache ich das mal. Bis dahin finde ich, darf das mal reichen. Genau. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Achso, vergessen. COM3. Hier sieht man dann immer, was passiert. Den Block hier oder die CL Printin kann man jeweils rauslöschen, wenn man die nicht braucht. War jetzt nur zum Zeigen. Okay, besucht mir auf www.kreativekiste.de und danke fürs Zuschauen.